verrückte Leute, Mijin, damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Let's Play Minecraft. Mit der gleichen Besetzung wie beim letzten Mal. Und zwar mit Ricardo, David und Tim. So. Ich habe so viele Sachen, die ich Bock habe zu machen gerade. Aber etwas anderes steht an. Wow, das war mega gut. Und zwar, das Skelett jetzt so lange lebt. Ist ja bald mal wieder ein 100 Folgen gebums Dinge Dingsbums Special. Und das letzte Mal hatten wir ja schon nichts gemacht zu Talk, wobei ich mir gerade überlege, boah, das wäre doch voll klug, ab jetzt einfach alle 250 Folgen statt alle 100 Folgen was zu machen. Du bist einfach nur zu faul, um das zu machen. Ja, selbstverständlich. Ja, sonst müsste ich halt jetzt Witherköpfe farmen und das ist halt jetzt nicht das Spannendste, ne? Da hab ich jetzt auch nicht so viel Bock drauf. Und ja, ich bin zu voll, um Special zu machen. Ich bin gerade überlegen, ob wir einfach alle 250 Folgen sowas machen. Weil zu tun habe ich viel. Auch wenn ich mir nicht so viel vorbereitet habe, weil ich jetzt davon ausgegangen bin, dass ich Witherköpfe farme. Aber beispielsweise hatte ich jetzt eine Idee, dass das eigentlich voll cool wäre, meiner Meinung nach. Und zwar werde ich möglicherweise hier hinten auch im neuen Bereich bald eine Baustelle bauen. Also wirklich so, als würde da ein Gebäude gebaut werden. Das ist eigentlich überall in der Stadt, wo ich baue. Ja, aber ich meine, ja. Bei dir sieht es halt nicht so aus, als wäre es im Bau so richtig. Sondern das ist halt einfach nur nicht fertig. Ja, cool mit so einem Kran oder so hier. Genau. In dem modernen. Entweder im Kran oder, also ich werde auf jeden Fall halt sowas wie Baugerüste und sowas machen. Ob Kran, weiß ich nicht, ob das vielleicht zu modern ist. Aber auf jeden Fall Baugerüste und sowas. Warum habe ich so viel Holz? Ach ja, stimmt, da war was. Jetzt erst einmal. Was möchte ich jetzt machen? ich hätte auch überlegt, ob ich so eine Art Strandpromenade oder sowas mal baue. Vielleicht auch so einen Strand. Aber das... Bestimmt nicht in dieser Aufnahmesession. Ich glaube, dafür würde ich mir eher nochmal was angucken. Ich werde jetzt erstmal. Hier, was mache ich? Ich hatte so viele Sachen tatsächlich mir überlegt und jetzt gerade. Ehe, Stein fertig. Weiß ich gerade nicht, was ich machen möchte. Ich habe überlegt, ob ich beispielsweise die Mauer weiterbaue. Ich könnte. Ricardo? Ja. Weißt du schon, wo du das bauen möchtest, was du bauen möchtest, oder soll ich dir erstmal sagen, wo du das bauen kannst? Keine Ahnung. Okay. Ja. Wo bist du denn gerade? Noch bei David. Alles klar, ich komme. Was willst du denn bauen, Ricardo? Gefängnis, obwohl es eh nie genutzt wird. Ja, Hauptsache es gibt eins. Das ist lustig, das hat sich auch irgendwann mal geplant. Ich hat's gewundert, dass noch keins gebaut wurde. Ach, keine Ahnung, wir haben... irgendwie in Lennarts Turm integriert. Wir haben recht wenig öffentliche Gebäude eigentlich bisher gebaut. Wir haben allgemein eigentlich ziemlich wenig Gebäude. Also verhältnismäßig dafür, dass wir 1200 Folgen fast haben. Ich höre mal vorbei. Habt ihr eigentlich Slime Walls? Ja. Nicht ultra viel, aber schon ein paar. Also auf jeden Fall genug für Sticky Pistons. Ich hatte doch mal, oder? Ich meine, 20 ich meine Stück? Ja, müssten wir haben. Ich hatte mal, glaube ich, irgendwie so ein Stack gefarmt für Lennarts Turm, weil wir da was bauen wollten, was jetzt nicht mehr funktioniert und deswegen. Wobei, wir könnten sogar noch Sticky Pistons haben. So. Wo bist du denn gerade? Bist du gerade nach unten? Ja, noch bei David, okay. Aber ich höre dann jetzt auf. Ich komme gerade. Nutz noch kurz die Schaufel zu Ende. Hui, Eis. Oh, hier unten werden Schnelligkeitsbeacon halt voll nah ist. David. Eis. Schmilzt. Bei Glowstone. Ja. Ich weiß, dass das schmilzt. Das liegt an dem Glowstone. Was glaubst du, wieso ich hier das hochziehe schon? Ach so, hier hast du erst das Eis und dann den Glowstone gebaut? Ja, erst das Eis und dann, Dann habe ich die Mauer ausgesetzt, nachdem ich das Eis gesetzt habe. Okay, und es ist geschmolzen. Ich dachte, das wäre jetzt durch die Blöcke durchgeschmolzen. Weiß nicht, wie die, Wärmeverteilung in Minecraft ist. Das wäre easy gut. Weil du siehst, dass hier nichts geschmolzen ist, wo die Blöcke. Ja, das stimmt. Das ist absolut korrekt. Brauche ich eine Baustelle oder die Grundstücke? Wo, weißt du, das Ding hier ist so groß, dass ich nicht mal Ricardos Namen sehe. Du siehst Ricardo noch nicht mal. Nee, aber nein, nicht mal seinen Namen. Weg ist. Ja, ich weiß, aber seinen Namen sehe ich nicht mal und der Name ist ja weiter angezeigt. Nein. Du siehst Ricardo, der Spieler ist nicht mehr geladen.
Ja, eben. Der Name ist ja mit dem Spieler verbunden. Ja, aber dann musst du nicht nur einfach Namen sagen, reicht auch. Ja. Wegen des Ricardo nicht. Aber mehr. Ich dachte, dass ich den Namen durch die Wand sehen würde. Von einem bis zum anderen Ende. Hey, wo ist Ricardo? What the fuck? Gehst du gerade überhaupt in die richtige Richtung? Oder soll ich das wissen, ob ich in die richtige Richtung gehe? Nach rechts. Boah, ich war nach links. Ich war erst nach rechts, dann nach links. Ja, in die andere Richtung, vielleicht seht ihr euch ja irgendwann. Ja, ich bin jetzt schon wieder halb einmal rum und jetzt wieder zurück. Dann müsstest du mich eigentlich sehen. Nee, jetzt bin ich wieder beim Eingang. Ey, wo bin ich denn hier runtergefallen? Ach, ich komm zum Eingang, das ist einfacher. Ja, glaube ich auch. Ich meine, wir wollen ja eh aus dem Eingang raus. unten links eine Minimap wäre irgendwie geil, wo man auch die Spieler sieht. Ja. I'm waiting at the entrance. So. Will irgendwas stibitzen vom David, was er nicht mehr braucht? Auch das alles noch. Geht das da? Das braucht er nicht. Auch. Das braucht er auch nicht. Ah, das Julian, braucht er auch nicht. Das wirklich alles. Ich hab grad 19. Das brauchst du auch nicht. Das auch nicht. Junge. Das auch nicht. Ich hab grad 45 Eisen dir genommen und wer das schmelzt, dann kannst du es so abholen, wenn es geschmolzen ist. Hier sind nochmal 5. Ja, geil! 50 Eisen. Alter, David. Richtig Eisen hier unten gefarmt. Oder möchtest du das hier brennen? Nee, ist gut. Okay. Kannst du mir Sand bringen? Ich glaube, Sand haben wir fast gar nicht, aber kann ich gleich ein bisschen was holen. Wieder mal. Also nicht für dich wieder mal, sondern allgemein wieder mal. Aber ich weiß noch, früher bei den Aufnahmesessions, die wir zwischendurch hatten, habe ich jede Aufnahmesession für Sand gefarmt am Anfang. So, das ist die Frage natürlich. Wo baut man Gefängnisse? Wahrscheinlich nicht in die Stadt selbst rein, sondern eher außerhalb so ein bisschen. Lennartsturm. Eigentlich macht die Richtung schon Sinn. Ja, weil da ist auch das Gericht. Boah, das stimmt. Das stimmt natürlich. Ja, irgendwo. Einziges, egal. Stimmt, das ist eine gute Idee. Das Problem ist nur, zu nah an Lennartsturm ist doof, weil ich habe gehört, das soll auch aus Stonebricks und ähnlichen Dingern sein. Und wenn dann Stonebrick neben Riesen Stonebrick ist, Stonebrick, viel Stonebrick. Das ist dann doof. Ey. Okay. So, ne. Ah, fuck, ey. So. Wir gehen mal auf jeden Fall in diese Richtung da hinten. Ja, Gericht. Und dann da. Wäre dann so ein guter Platz. Hier hinten sollen ja überall Wohngebäude hin. Das wäre natürlich dann eher doof. Nähe vom Gericht ist natürlich gut. Vom Schmidt. Mit Sprint Jump bist du schneller, ne? Oh ja, aber nervt irgendwie so. Ja, muss ja nicht. Fuck. Außerdem habe ich mehr Angst, hier runterzufallen als. Ach was, da vergehst du nicht drauf. Moment, ich hole mir gleich so ein bisschen Kohle, warte. Ich habe keinen Federfall, das weißt du. Ich auch nicht. Ich. Ich auch. Und? Wollt ihr nur kurz Fackeln machen? Ich hab 64. Naja, oh, hab grad auch ein paar gemacht. Oh shit. So. Da. Oh, Entschuldigung. Irgendwie ist das hier schon cool. Hier will ich auch mal irgendwas was bauen, glaube ich. Gerade. Okay, was? Wo seid ihr gerade? Hinter Lehrtsturm. Also bei Gerichtsgebäude Lehrtsturm. Möglicherweise sollte man, wo kann man denn sowas hinbauen? Also irgendwo hier in die Gegend auf jeden Fall. Hier ist der Hafen. Das ist ein Gebäude, ein Gefängnis auf dem Berg. Ah ne, warte, du wolltest mehr in den Boden rein, ne? Also auf dem Berg wäre dann ja doof. Auf dem Berg natürlich doof. Außerdem brauche ich so 50 mal 50 Platz. Möglicherweise wäre hier vorne eigentlich ein guter Ort, so umrahmt von Wasser. Eigentlich gar nicht so schlecht. Man kann natürlich die Insel alles anpassen. Aber hier wäre doch eigentlich gar kein so schlechter Platz. Ich würde fast schon sagen, wobei es vielleicht ein bisschen zu nah am Hafen, ne? Boah, Alter, der Berg sieht ja mal mega geil aus. Okay, den Berg feiere ich, da darf kein Gefängnis drin. möglicherweise, David, ne, deine Ritterburg da oben. Gut, das ist jetzt bei mir gegen das Licht, deswegen sehe ich überhaupt nichts da oben. Aber ist da irgendwas? Also ich weiß nicht. Was mein, für eine die Burg? Dieses Trainingslager da. Genau. Wer bleibt da? Bleibt da, okay.
Wird noch schöner gemacht. Weißt irgendwann. du, wel ich glaube, ich weiß, welchen Berg du meinst. Da war doch mal unser Geheimversteck. Ja, genau, der Berg ist es, ja. Den meine ich. Will dieser Platz hier reichen, Ricardo? Oder ist das zu wenig? Wenn es zu wenig ist, dann gehen wir woanders hin. Bist du? Ja, hinter dir, da wo wir eben waren. Auf dieser Land. Oh, ach da. Mit diesem ich dachte, du wärst schon in die andere. Nee, nee. Wenn das hier nicht passt, können wir woanders hin. Wenn es passt, dann... Also, wie gesagt, das soll irgendwie 50 mal 50 groß werden. Das ist... Ja, 50 mal 50 ist für mich schlecht einschätzbar. Moment. Das ja, wenn es zu klein, also, ja, dann zu klein ist, dann ist woanders. Okay. Dann müsste ich hier den See wahrscheinlich auch noch zum Teil Ja, nee, hier ist schön. Dann das woanders. Okay. Dann müssen wir den schönen Ort hier nicht... Hier ist schön. Hier wurde überall Erde abgebaut. Ja. Ja, wo denn? Ja, nee, das Ja, das ist was anderes. Das, da ist ein Unterwasserweg. Ist egal. Moment. Ist da hinten zu weit weg? Ich will überlegen. Aber eigentlich ist ein Gefängnis jetzt auch nicht so nah. Straftäter ja? in der Nähe haben? Ja, eben. Möchte man ja nicht haben, ne? Weil hier sind immer so coole Sachen, die voll geil aussehen. Und ich möchte ja nicht Dings dahin bauen. Aber hier sind schöne Flächen. Ja, das stimmt. Da kann man das schöner drauf bauen. Oh, wir schwimmen mal kurz. Ich würde das aber auch nicht zu weit weg machen. Ja, das ist das Problem. Aber hier sind halt ein paar Flächen, die sind nicht so gut geeignet. Aber hier hinten ist eigentlich eine gute Fläche, aber die ist halt so nah dran. Hier vielleicht so? Hier vorne? Ja, hier wäre ja genügend Platz. Ja. Nur gucken. Oder ich baue hier dann einfach einen Steg hin. Kannst du natürlich auch machen. Also auf jeden Fall würde ich hier halt so eine Brücke drüber bauen. Also zumindest hier vorne. Man kann ja hier vorne quasi so den Eingang irgendwie ausrichten oder so einen Weg vom Eingang hin machen. Dann hier so eine Brücke. Dann kann man darüber. Wäre das Tor vielleicht irgendwie hier oder so? Ja. Möglicherweise mache ich sogar den Weg hier hin. Ich habe, glaube ich, Bock auf Wege. Vielleicht mache ich sogar mal ein paar richtig schöne Wege. Mal gucken. Also du kannst hier bauen, wenn du möchtest. Ich hätte mir mal eigentlich Tutorials für die Tore machen. Das will ich jetzt auch als erstes bauen. Ja, das ist natürlich klug. Das heißt, du solltest dann, nimm dir alles, was du brauchst aus dem Lager, nimm auch gerne ein bisschen mehr, du kannst es hinterher wieder zurück tun, damit du nicht die ganze Zeit hin und her rennen musst. Weil das ist jetzt kein so kurzer Weg. Ja. So. PK, du kannst doch nicht wenigstens das vollenden, was du angefangen hast. Hä? Er hat doch nur dir geholfen. Ist ja dein Projekt, David. Ja, trotzdem hat er angefangen, das auszuheben hier unten. Ja, ich komm gleich nochmal. Nein, musst du nicht, Ricardo. Lass dir nichts einreden von dem Typen. Der Maul, Julian. Wenn ich das Tor fertig habe. Das ist David aka ja, Doppelmoral. Du bist doch die Bauschlampe. Nee. Ja, vielleicht. Ist doch Leben, Alter. Wie kommt der denn hier hin? Du bleibst hier nicht lange. Immer that lame. Alter, wir haben gleich schon eine Folge rum und ich habe nichts gemacht. Kannst du mir helfen? Nein! Ich hab genug zu tun! Ich hab nur noch nichts geschafft! David! So. Auch noch ein Leben. So. Was ist Brucewood? Ja, ich muss mal gucken. Weg und Brücken hätte ich Bock drauf. Vielleicht kann man sogar da hinten zum Feld mal so eine Brücke bauen. Ich glaube, ich möchte jetzt ein einheitliches Brückenmuster erschaffen für unsere Stadt. Ich hoffe, das sieht hier nicht scheiße aus. Also zu den Riesenfeldern auch noch eine. Ja, genau, das meinte ich ja. Da bin ich ja. Ricardo, wie hast du mich überholt? Hä? Ich bin an dir vorbeigegangen, aber. Achso, ich hab ja abgeholt. Aber... hier lang. Ach. So. Schmelzen war noch kurz ein bisschen lame. Der Ofen noch Kohle? Ein Problem, das kann man halt nicht nachgucken, ne? Oh! Okay, anscheinend hat der Ofen keine Kohle mehr, ich verstehe. Wir müssen echt bald fahren. Stimmt, das war ja auch noch eine Sache, aber wir haben ja noch ein bisschen Kohle. Okay. Hier ist noch. Eisen. Ach, ja, stimmt. Okay. Moment. Also, lese gleich zu, wenn die Folge vorbei ist. Sorry Leute, wollt jetzt nicht hier in der Folge irgendwas machen. So, Bums, Bums, Bums.
So wird die Schmelzerstation natürlich hervorragend geeignet. Leute, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von der Folge. In der nächsten Folge werden wir uns dann wahrscheinlich ein bisschen um Brückenbau kümmern oder in den nächsten Folgen. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge erstmal versuchen, ein Design zu entwickeln, das dann in den nächsten Folgen fortzuführen. Ja, und dann würde ich sagen, das war's von der Folge. Wenn es dir gefallen hat, lasst es mir so in der und bis zur nächsten Folge. Zusammen mit Ricardo, David und Tim. Tschüss.